Bundesländer betraf und Bundesbehörden, da waren wir uns eben sehr schnell einig, dass so ein Vorfall auch parlamentarisch untersucht werden muss. Wir waren uns bewusst, dass ja gleichzeitig nach Auffliegen des Trios ab dem 4.11. zunächst liefen die Ermittlungen ja noch unter der Überschrift Polizistenmord und Banküberfall, schwerpunktmäßig in Thüringen. Und dann hat, glaube ich, ab 11.11. meine ich, oder 10.11. der GBA dann die Ermittlungen übernommen und dem BKA zugewiesen. Wir waren uns bewusst, dass natürlich intensive Ermittlungen laufen und wir mit unserer Untersuchungsarbeit, ja, wie man so sagen, den Ermittlungen nicht in die Quere kommen wollten. Ja, dass es hinterher nicht heißt, wir hätten vielleicht noch mehr rausgekriegt, wenn das Parlament nicht an der falschen Stelle irgendwas thematisiert hätte. Kann ja passieren. Aber gut hingekriegt, indem wir von Beginn an gesagt haben, wie unser Schwerpunkt unserer Untersuchung ist rückwärts gewandt, also die Zeitraum in den 90ern bis Untersuchungszeitraum wäre auch der 4.11. gewesen, aber Schwerpunkt war die Betrachtung in der Vergangenheit. Wie liefen damals die Ermittlungen? Wie war die Zusammenarbeit zwischen den Polizeibehörden? Wie war die Zusammenarbeit der Verfassungsschutzbehörden? Oder wie war die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verfassungsschutz? Immer wieder sukzessive auf aktuelle Ermittlungsakten zurückgreifen, immer so, dass die Ermittlungen eben nicht gefährdet wurden, sodass wir auch einen einigermaßen guten Überblick hatten über die aktuellen Ermittlungen. Was uns auch von Beginn an geeint hat, das ist nicht ganz trivial, das weiß ich, dass wir gesagt haben, dieses Thema eignet sich nicht für parteipolitischen Streit. Jede Partei, die im Untersuchungsausschuss betroffenen Länder mal auch in der Verantwortung. Da also jetzt mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, die haben was falsch gemacht, hätte A, niemand verstanden und wäre auch nicht, wie soll man sagen, zutreffend gewesen. Sodass wir von Beginn an parteiübergreifend gearbeitet haben. Das schließt nicht aus, dass es Unterschiede gibt. Das sehen Sie ja auch im Bericht und in einzelnen Positionen. Aber im Grunde nach haben wir Wir haben auch in den Statements immer sehr klar eine gemeinsame Grundhaltung geäußert, nämlich, dass es ein Vorgang war, wo der Staat, die Sicherheitsbehörden, aber auch die Politik, was parlamentarische Kontrolle angeht, ihrer Aufgabe nicht gerecht wurden. Und so sind wir gut durchgekommen. Wir hatten nicht viel Zeit. Jetzt schwenke ich gleich zum zweiten Teil. Warum machen wir nochmal einen? Wir hatten eine Menge zu bewältigen. Das waren 11.000 Leitsordner. Nicht 11.000 Blatt Papier, 11.000 Leitsordner. Aus dem Bund und aus nahezu allen Bundesländern. Wir hatten etwa gute eineinhalb Jahre Zeit für die Beweisaufnahme und uns war klar, dass wir nicht überall so vertieft einsteigen können. Deshalb haben wir wieder übrigens immer dafür geworben, gesetzt wird zu dem Thema, zumindest in den Landtagen, wo Tatorte des NSU waren. Und wir hätten natürlich, wir haben auch dafür geworben, dass es Mecklenburg-Vorpommern macht. Sie haben ja mindestens drei Tatorte, die zwei Banküberfälle in Stralsund 2006, 2007, den Mord in Rostock 2004. Wir haben dafür geworben in Baden-Württemberg, dort war es auch schwierig, dort wollte man zunächst eine Enquete-Kommission machen, hat danach Kommission ja keine richtigen Fragen stellen darf und eigentlich immer darauf angewiesen ist, was sie so bekommt, hat dann einen Untersuchungsausschuss eingerichtet mit zu wenig Zeit. Also da haben wir dafür geworben, aber wir haben eben auch erkannt, wir haben nicht alle Fragen beantworten können. Wir hatten in dieser Legislaturperiode, um uns zu behelfen, eine Berichterstatterrunde eingesetzt im Innenausschuss, die weiter an diesem Thema dran blieb. Wir hatten ja auch zwischendrin Ereignisse, die wiederum auch genannte NSU-CD oder Corelli-CD oder wie immer sie bei Ihnen vielleicht Eingang gefunden hat, also sprich ein elektronisches Speichermedium des ehemaligen V-Mannes Corelli, der dann ja, bevor er befragt werden konnte, an einem Zuckerschock verstarb. Und eine dieser CDs wurde ja auch in Mecklenburg-Vorpommern aufgefunden. Deshalb haben wir uns immer mit dem Thema befasst, haben eine Berichterstatterrunde gebildet, die sehen Sie. Fragen, auch an die Justiz, und haben dann aber ab und zu auch das Signal bekommen,
wenn ihr so ins Detail gehen wollt, dann braucht ihr das Format des Untersuchungsausschusses. Da reicht der Innenausschuss nicht. Ja, weil der Innenausschuss ja quasi ein anhörendes Gremium ist, der aber nicht Zeugen vernimmt, der keine Akten beizieht. Das passiert ja sehr viel auf Freiwilligkeit. Wir sind ja heute hier auch quasi freiwillig da und nicht, weil wir aus Interesse. Und daraus entstand bei uns dann auch die Erkenntnis, wir brauchen einen zweiten Untersuchungsausschuss. Und warum brauchen wir ihn inhaltlich? Das will ich jetzt ganz kurz machen und will dann auf noch ein paar andere Fragen aus Ihrem Katalog eingehen. Uns haben immer ein paar bestimmte Sachverhalte nicht in Ruhe gelassen, auch nach Abschluss unserer Arbeit 2013. Und das war die Frage, nur ein Trio war. Kann es wirklich sein, dass die ermordete Polizistin in Heilbronn nur ein Zufallsopfer war? Welche Rolle spielt der Verfassungsschützer in Kassel am Tatort dort, der zur mutmaßlich, so schildert er, wenige Sekunden vor der Tat das Café verlassen hat? Was hat die Aktenschredderaktion für eine Bedeutung, was nur... Das war das Ergebnis unserer ersten Arbeit, oder muss man da doch nochmal nachhaken? Und gab es wirklich keinen einzigen V-Mann, der nichts gewusst hat? Wobei ich mit Wissen nicht mal unbedingt Wissen über die Taten meine, sondern einfach Wissen über den Aufenthaltsort des Trios. Wir haben ja im Laufe der Arbeit so viele V-Personen, also das, was ich hier sage, ist alles öffentlich. Steht im Bericht, können wir nachlesen, also da braucht jetzt keiner Sorge haben, dass wir irgendwie... Wir hatten ja so viele V-Leute im Umfeld des NSU lokalisiert, wo wir gesagt haben, und da soll nicht mal einer gemerkt haben, wo die wohnen. Wir hatten einen V-Mann in Zwickau, der dort die Größe war in der Szene. Keiner hat was gemeldet über dieses Trio. Und das war auch so eine Frage, wo wir gesagt haben, dem wollen wir im zweiten Ausschuss nochmal nachgehen. Noch kurz ein Indiz, einfach damit Sie sehen, die Frage, war der NSU ein Trio oder ist es nicht doch am Ende ein Netzwerk gewesen mit mehreren Tätern, Mittätern, Unterstützern vor Ort, lokalen Helfern, wie es ja auch Günter Beckstein immer wieder formuliert hat. Das Trio taucht 98 unter, wird dann intensiv gesucht, das kann man schon sagen, mit einer Reihe von Maßnahmen, nicht immer sehr gut, häufig nicht untereinander, was natürlich nie hilft, sind in Chemnitz und verlassen Chemnitz im Jahr 2000 und gehen nach Zwickau, weil der Fahndungsdruck in Chemnitz zu hoch wird. Suchen sich in Zwickau eine neue Bleibe, wechseln dann den Unterschlupf nochmal und ziehen in die Polenstraße, wo sie am Ende fast 8 Jahre dort auch leben. Und in dieser Zeit, wo jetzt jeder denkt, naja, wenn Straftäter gesucht werden im Fernsehen und mit Fahndungsplakaten, da taucht begehen die innerhalb von 12 Monaten, nämlich im September 2000 bis dann 2001 im Sommer hinein, 4 Morde, 2 Banküberfälle und einen Sprengstoffanschlag. Verteilt über ganz Deutschland, von Hamburg bis München und Köln bis Chemnitz. Und hinterlassen nirgendwo eine Spur, an keinem Tatort DNA und Fingerabdrücke, uns immer gesagt haben, ist denkbar, wir wissen auch nicht, wie es war, das sagen wir immer dazu, wir stellen nur die Fragen, aber schon sehr, sehr außergewöhnlich. Und das gilt ja für alle Tatorte, wir haben 27 Tatorte, an keinem einzigen Tatort haben wir DNA oder Fingerabdrücke von Mundlos und Bönhardt und der Generalbundesanwalt sagt ja sogar, nicht das Trio hat die Straftaten begangen, sondern die beiden Männer und die Tschäpe hat die Fassade aufrechterhalten. Wir doch eben eine ganze Reihe von Fragen und dem werden wir jetzt im zweiten Ausschuss nochmal nachgehen. Wir werden auch dort parteiübergreifend arbeiten, darauf haben wir uns verständigt. Die Kollegen kennen sich alle seit vielen Jahren. Wir wissen, dass wir in unterschiedlichen Parteien sind und das werden die Kollegen nachher sagen, dass wir beim Thema Verfassungsschutz und V-Personeneinsatz andere Auffassungen haben. Das soll man auch nicht wegwischen oder jetzt irgendwie so tun, als ob das nicht der Fall wäre. Das bleibt natürlich. Ist es eben nicht
in erster Linie relevant, wie sich die Parteiprogramme unterscheiden, sondern es ist relevant, dass man das gleiche Interesse hat, einen Fall aufzuklären. Wir haben 47 Empfehlungen ausgesprochen, das haben Sie uns auch gefragt. Wir waren etwas über die Frage verwundert, weil Sie gesagt haben, warum haben Sie neben den Sondervoten noch 47 Empfehlungen gemeinsame ausgesprochen? Unsere Idee war eigentlich die umgekehrte. Unsere Idee war, das war unsere Basis, unser Fundament. Und wer daneben noch ein Sondervotum eben braucht, weil er denkt, Details fehlen, der konnte ein Sondervotum machen, musste aber nicht. Wir als CDU-CSU-Fraktion haben auf ein Sondervotum verzichtet, weil wir gesagt haben, in den 47 Empfehlungen ist alles drin. Und das war auch die Besonderheit, dass quasi von der Einsetzung des Untersuchungsausschusses über die Arbeit bis zum Ergebnis wollen, dass sich in der Zusammenarbeit der Behörden, der Polizei, Verfassungsschutz, Justiz und auch Politik etwas ändert, wird diese Kraft nur entstehen, wenn alle Fraktionen im Deutschen Bundestag sagen, das sind für uns die Dinge, die müssen sich ändern. Deshalb waren es gemeinsame Empfehlungen. Dann haben Sie ein paar Mal gefragt, wie verfolgen wir das? Auch lange genug Parlamentarier, nehme ich an, um zu wissen, man kann viele Papiere produzieren, Beschlüsse fassen und alles klingt immer sehr gut. Und dann ist es irgendwann vergessen und aus dem Blickwinkel und ob es dann hinterher umgesetzt wird, weiß man nicht mehr. Und kurz vor der Wahl wird dann wieder entdeckt, was man gemacht oder nicht gemacht hat, möglicherweise. Ja, das gilt für alle, das gilt, glaube ich, überall. Darum haben wir gesagt, wir wollen Umsetzung und fragen das auch immer wieder bei Innenministerium und Justizministerium, bei der Bundesregierung ab. Wir können es natürlich nicht abfragen für die Länder, weil wir den Ländern auch nicht vorschreiben können, was sie zu tun haben. Jetzt wissen wir aber auch, dass ein paar Reformen, ich will nur stichwortartig ein paar nennen, natürlich auch Auswirkungen haben auf die Länder. Wenn wir die Rolle des Bundesamtes für Verfassungsschutz stärken als Zentralstelle, wirkt sich das auf die Länder aus. Wenn die Leitlinie angepasst wird infolge der Erkenntnisse, sind die Länder mit dabei. Wenn wir eine Rechtsextremismusdatei einführen, in die alle Behörden jetzt verpflichtet sind, ihre amtsbekannten, gewaltbereiten Rechtsextremisten einzustellen, sind die Länder natürlich mit dabei und setzen das genauso um. Wenn NADIS, das Nachrichtendienstliche Informationssystem des Verfassungsschutzverbundes, erweitert wird zu einem Analyseinstrument, sind die Länder natürlich mit dabei. Da kann man sagen, das, was da läuft, läuft dann in allen Behörden, Bund wie Land. Wo wir nicht wissen, und dann komme ich auch schon zum Schluss und übergebe das Wort an die Kollegin. Wo wir nicht wissen, wie der Umsetzungsstand ist, sind natürlich bei solchen Empfehlungen, die in die Hoheit der Länder fallen. Beispiel, das mir immer sehr wichtig ist, Reform der Außenfortbildung. Da habe ich nur so kleine Ausschnitte, was zum Teil gemacht wird in den Ländern oder auch beim Bund. Und da ist so ein bisschen meine Sorge, dass zu wenig gemacht wird. Oder dass etwas gemacht wird, was wir so gar nicht wollten. Was auch gut ist, aber was jetzt nicht unsere Intention war. Beispiel. Wenn im Bereich der Polizei oder des Verfassungsschutzes Lehrpläne entwickelt werden, die sehr viel grundsätzlichen Stoff zum Thema Rechtsextremismus und gesellschaftspolitische Fragen enthalten, interkulturelle Kompetenz, ist das alles vollkommen richtig und auch Teil unserer Forderungen. Aber bei dem, was wir gemeint haben, der NSU-Fall und all seine Fehler und Lehren, die wir daraus ziehen, muss Teil der Aus- und Fortbildung werden bei der Polizei, beim Verfassungsschutz und, ganz wichtig, die sind immer so eher mal außen vor, bei der Justiz, bei den Staatsanwälten. Dann meinen wir damit nicht abstrakte Lehrpläne, wo man über Gefahren von Extremismus informiert, ist auch wichtig. Wir meinen in dem konkreten Fall mit unserer Empfehlung, dass der Fall, so wie er ist, geschildert wird, mit den Pannen, mit dem Umstand, ich will nur ein paar Beispiele nennen, dass die Polizei immer gesagt hat, naja, wenn wir kein Bekennerschreiben haben, dann kann es kein Terrorismus sein, weil bei Terrorismus gibt es doch immer Bekennerschreiben. Das war bei der RAF immer so. Dass es bei Rechtsterrorismus nie Bekennerschreiben gab, ging irgendwie unter. Oder dass man Videobilder hatte,
in Köln, wo man die Bombenschieber sieht, im Anschlag in der Kolbstraße 2004, und dieses Video quasi nur mit ein paar Schnipsel an die Öffentlichkeit gesandt wird, aber nicht den anderen Behörden zur Auswertung zur Verfügung gestellt wird, und der Verfassungsschutz sich diese Schnipsel auf der Homepage der Kölner Polizei ansehen muss, weil er sie nicht kriegt. Die Kölner Polizei ihre Homepage überwacht, weil sie wissen will, wer klickt am meisten die Homepage an. Und die Ersten, die da in die Falle gehen, war der Verfassungsschutz. Dann zeigt es, dass da solche Dinge, dass Durchsuchungen schlampig gemacht wurden und Dinge übersehen werden. Das sind so ganz praktische Fälle, dass niemand Zuständigkeit sein wollte, dass es am Ende, weil es auch die Regelungen nicht gab, die wir übrigens angepasst haben, es gar nicht so einfach war, eine Mordserie zu bündeln. Und wir auch gesagt haben, wir brauchen zukünftig, wenn es wieder eine länderübergreifende Verbrechensserie gibt. Und der GBA ist noch nicht zuständig, das kann ja vorkommen. Brauchen wir trotzdem auf Justizseite eine Stelle, die das Sagen hat, und auf Polizeiseite eine. All solche Dinge, sowas stellen wir uns vor, sowas muss in die Aus- und Fortbildung einfließen in geeigneter Form, am Fall, wirklich am konkreten Fall, weil wir, das war so unsere Erfahrung, wir hatten unterschiedliche Zeugen. Es gab ganz wenige, die uns das Gefühl gegeben haben, dass sie nichts falsch gemacht haben, weil sie noch nie was falsch gemacht haben. Da gab es ganz wenige. Es gab aber auch viele Zeugen, vor allem aus dem Bereich der Ermittler, die schon sehr betroffen waren, die es beschäftigt hat, dass der Fall nicht geklärt werden konnte, weil mit hohem Aufwand ermittelt wurde. Man muss auch fair sein bei der Kritik. Es gab auch nicht den einen Fehler. Und es gab nicht die eine schuldige Behörde. Es gab Fehler bei der Polizei, beim Verfassungsschutz, bei der Justiz und bei uns. Weil wir selber reingeschrieben haben, jetzt sinngemäß in unserem Bericht, dass eine parlamentarische Kontrolle der Nachrichtendienste nicht in dem notwendigen Umfang stattfand. Deshalb haben wir auch dort, da können wir vielleicht in der Fragerunde darauf zukommen, bei der parlamentarischen Kontrolle etwas verändert. Und all solche Aspekte einfließen zu lassen, das wäre die Aus- und Fortbildung, die wir uns vorstellen. Und da, glaube ich, passiert in den Ländern zum Teil wenig oder man hat unsere Empfehlung irgendwie anders verstanden. Das wäre so ein Punkt für mich. Aber wir können es nicht abfragen. Wenn Sie wiederum als Parlamentarier, um einen Vergleich zu haben oder einen Benchmark zu haben, wie ist der Umsetzungsstand unter den Ländern, kann ich Ihnen eben nur empfehlen, dass die Innenministerkonferenz und die Justizministerkonferenz die beiden Gremien sind, die diesen Überblick am leichtesten haben und immer auch herstellen können. So viel mal von mir vorneweg zum Fall und zum Grund, warum wir nicht nur einmal, sondern zweimal einen Untersuchungsausschuss eingesetzt haben, zum Stand der Empfehlungen, wie wir ihn abfragen und zu einer Empfehlung, die mir eben immer besonders wichtig war, Aus- und Fortbildung. Und jetzt würde ich an Petra Pau übergeben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Binninger. Dann hat jetzt Frau Vizepräsidentin Pau das Wort. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank auch für die Einladung heute. Damit das klar ist, bin ich wie die anderen drei Kollegen natürlich als Abgeordnete und Obfrau im NSU-Untersuchungsausschuss hier und nicht als Vizepräsidentin mit den Bindungen, die man dann natürlich auch hat, wenn man entsprechend Positionen bezieht. Ich kann hier nahtlos anschließen. Der Kollege Binninger hat schon auch über Unterschiede in der Bewertung gesprochen. Deswegen will ich jetzt zum Thema Verfassungsschutz und V-Leute einleitend nichts sagen. Ich denke, da können wir nachher auch in den Erörterungen noch dazu kommen. Ich will zu zwei Punkten etwas sagen. Sie haben nach der Umsetzung der Empfehlungen gefragt. Ich gestehe, als ich den Bericht der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern gelesen habe zum Thema, wie gehen wir jetzt mit den Schlussfolgerungen aus dem Fall NSU-Fall um und was ändern wir, war ich ein wenig betrübt, dass ausgerechnet unsere zentrale und erste gemeinsame Empfehlung in Ihrem Bericht nicht aufgenommen wurde oder befunden wurde, dass viel zu umfangreich der Aufwand wäre bei Polizei und Justiz, wenn unsere erste Empfehlung der Untersuchung und Dokumentation der Ermittlungsrichtung der Suche auch nach rassistischen Motiven abgelehnt wurde. Nun haben Sie allerdings in dem Bericht eingeführt, dass Sie schon vor dem Auffliegen des NSU-Kerntrios am 3. April 2011
eine Regelung zur Bekämpfung des Rechtsextremismus in Mecklenburg-Vorpommern erlassen hätten und diese das ersetzen könnte. Hier würde mich sicherlich nicht heute hier in der Anhörung zu leisten, aber mit Blick auf den Austausch von besten Erfahrungen interessieren, inwieweit die Umsetzung dieses Erlasses evaluiert wurde und inwieweit man einschätzen kann, ob diese Regelung die Umsetzung unserer ersten Empfehlung ersetzt oder aber ob es hier gegebenenfalls Nachbesserungsbedarf gibt. Und damit komme ich zu meinem zweiten Schwerpunkt. Wir unterziehen uns ja diesen Mühen nicht, weil wir Spaß an Untersuchungsausschüssen haben, sondern wir haben uns zu diesem zweiten Untersuchungsausschuss auch deshalb entschlossen, weil wir mit großer Sorge auf aktuelle Entwicklungen im Land sehen, was wir aktuell Land auf Land ab und eben auch in Mecklenburg-Vorpommern beobachten müssen, ist das Erstarken von militanten Nazi-Netzwerken. Wir haben es mit Brandanschlägen zu tun, die sich gegen Geflüchtete, ihre Unterkünfte, aber auch Unterstützerinnen und Unterstützer richten. Sie wissen, dass im Jahr 2015 die unabhängige Opferberatung Lobby Mecklenburg-Vorpommern allein 133 politisch rechts motivierte Gewalttaten in ihrem Bundesland registriert hat. Wir haben das in allen anderen Bundesländern auch. Und eben deshalb haben wir uns in diesem Untersuchungsausschuss einerseits, wie der Kollege Binninger dargestellt hat, den Vorgängen vor dem 4.11. zugewandt. Wir werden uns aber auch dem Behördenhandeln nach dem 4.11.2011, dem Auffliegen des NSU-Kerntrios, zuwenden und den Gefahren, den aktuellen Gefahren des Bestehens, Weiterbestehens oder auch Neuentstehens von rechtsterroristischen Strukturen. Und da sind wir an dem Punkt, der uns besonders interessiert. Kollege Binninger hat schon gesagt, wir waren immer froh, wenn wir uns auf Untersuchungen aus Landtagsuntersuchungsausschüssen stützen konnten und uns dem Behördenhandeln auf Bundesebene zuwenden konnten. Für Mecklenburg-Vorpommern haben wir solche Untersuchungsergebnisse nicht. Deshalb werden wir uns im neuen Untersuchungsausschuss mit Blick auf Mecklenburg-Vorpommern auf 5 Komplexe, die ich 4 habe ich aus unserem gemeinsamen Untersuchungsbericht gezogen, konzentrieren müssen und einer ist neu hinzugekommen. Es geht noch immer, oder wir wissen noch immer sehr wenig über die Netzwerke, in die das NSU-Kerntrio eingebettet war. Wir wissen extrem wenig über die Kenntnisse, die auch die Sicherheitsbehörden in Mecklenburg-Vorpommern zu den rechtsterroristischen Netzwerken und Unterstützungsstrukturen hatten. Hier geht es konkret um die persönlichen Verbindungen zwischen dem Trio und Rostocker Neonazis, die sich schon aus dem Mundlos-Adressbuch ergeben und dem Verfahren wegen einer Ku Klux Klan-ähnlichen Kreuzverbrennung bei Jena 1996, also deutlich vor dem Abtauchen des Trios und vor den ersten Überfällen und Mordtaten. Wir haben dazu im ersten Untersuchungsausschuss zu den Kenntnissen der Behörden zu diesen Vorgängen, zur Zusammenarbeit, auch zur Aufklärung dieser Dinge, keine Unterlagen aus Mecklenburg-Vorpommern gehabt. Es geht weiter um die Blood-and-Honor-Szene in Rostock und Umgebung, die als mögliche Unterstützer des Trios in Betracht kommen. Auch dazu hatten wir im ersten Untersuchungsausschuss wenig Material aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir wissen aus der frei verfügbaren Literatur, Recherchen von Journalisten, Wissenschaftlern, unter anderem möchte ich hier hervorheben auch eine Studie der SPD-Landtagsfraktion hier aus Mecklenburg-Vorpommern, dass die
Chemnitzer Unterstützer des NSU-Trios engste Kontakte zu Blood and Honor-Aktivisten in Mecklenburg-Vorpommern und insbesondere in Rostock hatten. Wir wissen, dass es enge Kontakte von Unterstützern, zum Beispiel der Brüder Emminger, zur Kameradschaftsszene, zum Kameradschaftsbund Anklam gab. Auch dazu hatten wir im ersten Ausschuss wenig Material. Ich gestehe, mit den Kenntnissen von heute hätten wir natürlich auch andere Unterlagen anfordern können. Dem werden wir uns also jetzt im zweiten NSU-Untersuchungsausschuss zuwenden müssen. Ein dritter Komplex. Wir wissen aus Thüringer Akten, aus Befragungen von Zeugen, dass es in der Zeit der intensiven Suche nach dem Trio im Zeitraum 1998 bis 2000 eine Zusammenarbeit mit den Verfassungsschutz, mit der Verfassungsschutzbehörde Mecklenburg-Vorpommern gab, insbesondere bei der Beobachtung der Kontakte von Mitgliedern des Trios, besonders Beate Zschäpe, zu einem Rechtsanwalt Eisenecker im fraglichen Zeitraum. Die Einlassungen, die Frau Zschäpe in der letzten Woche hat vortragen lassen vor dem Oberlandesgericht in München, lassen sogar den Schluss zu, das haben wir im ersten Ausschuss nicht gewusst, dass sie mindestens einmal im fraglichen Zeitraum sich hier in Mecklenburg-Vorpommern mit eben diesem Rechtsanwalt getroffen hat. Bisher, das ist belegt in unserem Bericht, gingen wir von Kontakten von Herrn Wohlleben und Telefonkontakten zu diesem Rechtsanwalt aus. Diese Dinge sind, denke ich, zu untersuchen, welche Kenntnisse auch die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern erworben haben bei der Suche nach dem Trio, welche Dinge hier in der Zusammenarbeit eine Rolle spielten. Nicht zuletzt geht es um die Aktivitäten, die das Landesamt für Verfassungsschutz oder andere Behörden des Landes Mecklenburg-Vorpommern rings um die Publikation Weißer Wolf und dem Dank, dem dort abgedruckten Dank an den NSU zu einer Geldspende damals hatten oder auch nicht, was dort eingeflossen ist. Und der Kollege Binninger hat es schon erwähnt, es gab im Frühjahr 2014 den Fund der NSU, NSDAP, CD, DVD, da gehen die Darstellungen auseinander, bei einer Drogenrazzia in Krakau am See. Auch hier stellt sich die Frage nach den Unterstützernetzwerken, nach Kenntnissen, die es vor dem 4.11.2011 gab, aber auch nach neu gewonnenen Erkenntnissen seit dem 4. November 2011. Das sind grob umrissen Komplexe, die sich auf Mecklenburg-Vorpommern und unserem Untersuchungsgegenstand beziehen. Ich würde an dieser Stelle erst einmal einen Punkt setzen und den beiden Kollegen die weiteren Darstellungen überlassen. Gut, vielen Dank, Frau Abgeordnete Pau. Dann kommen wir als nächstes zu Frau Dr. Högel. Bitte schön. Herr Vorsitzender, ganz herzlichen Dank. Einen schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bedanke mich für die Einladung heute hier in den Landtag Mecklenburg-Vorpommern und nutze sehr gerne die Gelegenheit, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen zu unseren Erkenntnissen etwas vorzutragen. Ich möchte zwei Punkte ausdrücklich unterstreichen, die sowohl Herr Binninger als auch Frau Pau erwähnt haben, und das noch mal ganz deutlich machen. Der ganze Komplex NSU ist noch nicht aufgeklärt. Wir haben noch sehr, sehr viele Fragen, und das ist eine gemeinsame Aufgabe, sowohl für uns im Bund, deswegen haben wir einen zweiten Untersuchungsausschuss eingesetzt, als auch in den Bundesländern. Es gibt noch so viele Fragen rund um den ganzen Komplex, dass wir der Auffassung sind, da muss engagiert in allen Bundesländern und auf der Bundesebene dran gearbeitet werden. Und deswegen ist es auch sehr wichtig und hilfreich, dass Sie heute Morgen das Thema auf Ihre Tagesordnung gesetzt haben. Und das Zweite, was ich auch noch mal betonen möchte, ist, warum ist es so wichtig, aufzuklären und über die Versäumnisse, über die Fehler, über das Versagen an den unterschiedlichen Stellen, Polizei, Verfassungsschutz, Justiz, auch Zivilgesellschaft, also politische Verantwortung, das meine ich, warum ist es so wichtig, das aufzuklären und darüber zu sprechen?
Wir hatten 100 Zeugen. Herr Binninger hat gesagt, nur wenige waren bereit, Fehler einzuräumen. Ich gehe so weit zu sagen, kein einziger war tatsächlich bereit zu sagen, an der und der Stelle ist etwas falsch gelaufen, da hätte etwas anderes gemacht werden müssen. Da sind Fehler gemacht worden. Und ich habe immer versucht, bei den Befragungen auch die Zeugen dazu zu bringen, weil es ja gar nicht um ihren individuellen Fehler ging, sondern darum, aus dem Fehler zu lernen und zu schauen, was ist falsch gelaufen, was hätte man besser machen müssen. Und diese Erkenntnis, dass wir die Fehler deutlich benennen müssen, um überhaupt etwas verändern zu können, das scheint mir ganz wesentlich zu sein. Deswegen will ich das heute Morgen am Anfang auch nochmal so deutlich sagen, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Lage, in der wir sind, mit steigenden Zahlen von Rechtsextremisten, mit einer gestiegenen Gewaltbereitschaft, mit einer massiven Bedrohung, nicht nur von geflüchteten Menschen, sondern von Personen, die helfen, von Unterkünften oder geplanten Unterkünften und einer breiten Vernetzung. Und genau deshalb ist es so wichtig zu schauen, was ist damals schiefgelaufen, warum ist NSU komplett von der Agenda sowohl der Polizei als auch der Verfassungsschutzbehörden als auch der Justiz gefallen, was ist da falsch gelaufen und was müssen wir für heute daraus lernen. Ich möchte mich konzentrieren auf Ihre Fragen zum Thema Verfassungsschutz. Sie haben eine ganze Reihe von Fragen gestellt, insbesondere die Fragen 7, 8, 12, 13 und 15 zum Thema Verfassungsschutz. Und das war ja auch ein ganz zentraler Komplex in unserem Untersuchungsausschuss. Und nur noch mal ganz kurz, Sie kennen unsere Berichte, Sie haben gesehen, was wir alles behandelt haben im Untersuchungsausschuss, aber noch mal ganz kurz benannt, was waren die wesentlichen Versäumnisse, das wesentliche Versagen des Verfassungsschutzes, der ja stark unter Kritik war in unserem Untersuchungsausschuss und zwar auch zu Recht. Das Erste ist, und das war wirklich gravierend und das darf uns, meine Damen und Herren, nie wieder passieren, der Rechtsextremismus wurde als Gefahr für unsere Gesellschaft verharmlost, nicht gesehen. Ja? Rechtsextremismus wurde unterschätzt als Gefahr für unsere Gesellschaft und diesen Vorwurf muss man insbesondere dem Verfassungsschutz machen in Bund und Ländern, dass die Gefährlichkeit der Vernetzung, aber auch die Bereitschaft zum Äußersten zu gehen, dass die im Verfassungsschutz nicht gesehen wurde. Und das begann schon ganz am Anfang, als das Trio untergetaucht ist in Thüringen, in Jena und setzte sich fort auf der Bundesebene, als die Frage, gibt es eine braune RAF, wie gewaltbereit sind eigentlich rechtsextreme Netzwerke, gibt es Kleingruppen, als das untersucht wurde, bis zum Ende wurde also konsequent überall im Bund und Ländern Rechtsextremismus unterschätzt. Das Zweite, was wir rausgearbeitet haben und wovon wir lernen müssen, ist, dass die Informationen, die vorlagen über rechtsextreme Strukturen, auch über das Trio beim Verfassungsschutz, nicht ordentlich ausgewertet wurden, nicht ausgetauscht wurden zwischen den Verfassungsschutzbehörden, so wie das nötig gewesen wäre. Und auch die Informationen, die die V-Leute geliefert haben, nicht in den richtigen Kontext gestellt wurden, und damit letztendlich wertlos waren, wenn man es genau nimmt, ja, obwohl, das haben wir rausgearbeitet, ja, wesentliche Erkenntnisse auch durchaus vorlagen. Und das Dritte ist, und das finde ich auch sehr gravierend, dass der Verfassungsschutz auch dazu beigetragen hat, die polizeilichen Ermittlungen zu blockieren. Das war ganz am Anfang, nachdem das Trio untergetaucht war. Das war der Fall in Hessen rund um den Mordfall an Halit Yozgat. Und das war auch in Bayern der Fall, als eine neue Theorie auftauchte, Einzeltäter-Theorie, es könnten doch Täter aus dem rechtsextremen Bereich sein. Auch da hat der bayerische Verfassungsschutz die Ermittlungen der Polizei ganz massiv behindert. Also das sind unsere drei wesentlichen Erkenntnisse und wir haben das auf der Bundesebene zum Ausgangspunkt genommen und da haben wir hier auch unterschiedliche Auffassungen, das wollen wir überhaupt nicht, das war schon während des Untersuchungsausschusses, daher kamen auch die Sondervoten, weil wir zum Verfassungsschutz unterschiedliche Auffassungen haben. Wir haben das, also dieser Teil hier am Tisch, zum Ausgangspunkt genommen für, wie wir finden, eine umfassende Reform des Verfassungsschutzes auf der Bundesebene und es hat auch in einzelnen Bundesländern, leider nicht in allen, zu Reformen geführt, entweder zu Reformbemühungen oder zu tatsächlichen Reformen. In anderen Bundesländern ist die Auffassung vertreten worden, bei uns ist alles prima, hier sind keine Fehler gemacht worden, es gibt keinen Reformbedarf, wir gucken uns das zwar ein bisschen an, aber ansonsten haben wir da keinen Handlungsbedarf, was ich sehr bedauere, denn unabhängig davon, ob ein Land ein Tatortland ist oder nicht, ob dort tatsächliche Versäumnisse signifikant sind oder nicht, wäre es notwendig gewesen und ich appelliere immer weiter dort, wo ich Gelegenheit habe, an die Bundesländer, diesen ganzen Komplex zum Ausgangspunkt zu nehmen, das aufzuarbeiten und zu gucken, ob man nicht im eigenen Verfassungsschutz, bei der Polizei, in allen Bereichen, auch in der Justiz, Ansatzpunkte hat, um noch zu optimieren.
Wir haben auf der Bundesebene die Zusammenarbeit insbesondere zwischen Bund und Ländern verbessert. Stichwort Zentralstelle des Bundesamts für Verfassungsschutz. Das war durchaus umstritten, weil es natürlich damit einhergeht, dass die Kompetenz sich etwas zugunsten des Bundes verschiebt. Wir haben das aber für notwendig erachtet, weil wir gesehen haben, dass der Föderalismus an dieser Stelle tatsächlich ein echtes Hindernis war, um NSU aufzudecken und auch um die Morde tatsächlich aufzuklären. Also warum sind NSU und Morde nie zusammengekommen? Das hat was mit dem Föderalismus zu tun. Der zweite Punkt ist, und ich will das gar nicht ausführen, ich nenne nur die Stichworte, das Selbstverständnis des Verfassungsschutzes, die Arbeitsweise und der Mentalitätswechsel. Es muss ein ganz anderer Verfassungsschutz nach NSU sein. Es muss also vom Kopf auf die Füße und umgekehrt gestellt werden und kräftig durchgeschüttelt werden. Der Verfassungsschutz ist der Verfassungsschutz für uns, für unsere Demokratie. Er soll uns, unseren Rechtsstaat schützen und entsprechend muss er auch arbeiten. Und da passt die berühmte Schlapphut-Mentalität überhaupt nicht mehr in die Zeit und schon gar nicht in die Zeit nach NSU. Wofür ich ausdrücklich plädiere, ist, dass der Verfassungsschutz sich in die Gesellschaft öffnet. Dazu haben Sie auch eine Frage gestellt. Das halte ich für sehr wichtig, denn wir haben viele Erkenntnisse. Frau Pau hat es mitgebracht und hier hingelegt. Wir wissen von Andrea Röpke und vielen anderen aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich, aus Journalistinnen und Journalisten, viele Menschen in die Registerstellen, andere, die die rechtsextreme Straftaten dokumentieren, wissen wir viel über Rechtsextremismus und die Strukturen. Und ich plädiere sehr dafür, dass das nicht nebenher läuft, Verfassungsschutz und andere Erkenntnisse, sondern dass wir das zusammenbringen, dass wir zu einem Austausch kommen, dass der Verfassungsschutz auf alle anderen zugeht. Auch das war ja in der Vergangenheit nicht so oft der Fall und gehörte nicht zur Arbeitsweise des Verfassungsschutzes. Und dass umgekehrt auch viele aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich ihre Scheu vor dem Verfassungsschutz verlieren und sagen, das ist auch ein Bündnispartner mit anderen Aufgaben für unseren aktives Engagement gegen Rechtsextremismus. Zwei letzte Punkte zum Verfassungsschutz. In dem Bericht der Landesregierung, wenn ich das mal sagen darf, bitte? Ja, komm noch. Steht ziemlich lapidar, dass der Einsatz von V-Personen unverzichtbar ist. Ich finde, der Einsatz von V-Personen bedarf immer einer ausdrücklichen Begründung. Wir haben uns V-Personen angeguckt und ihre Informationen und ihren Sinn und Zweck im Rahmen der Aufklärung. Und wir müssen sagen, das war ein einziges Desaster. Im Grunde genommen muss man nach unserem Untersuchungsausschuss, konnte man eigentlich nur eine Konsequenz ziehen und sagen, weg mit den V-Leuten. Ich will Ihnen das ganz offen hier so deutlich sagen. Warum sind wir trotzdem zu einem anderen Ergebnis gekommen? Weil wir uns das sehr sorgfältig überlegt haben. Wie kommen wir an Informationen aus der rechtsextremen Szene. Ich beziehe mich jetzt mal nur auf die rechtsextreme Szene. Wir haben auch mal überlegt, ob das über verdeckte Ermittler besser geht oder über Abhörmaßnahmen oder Ähnliches. Also wir haben uns das wirklich gründlich überlegt und wir sind zu der Auffassung gelangt, dass der Einsatz von V-Personen unverzichtbar ist, um an Informationen zu kommen. Er ist ein wichtiges Instrumentarium, er ist ergänzend, er ersetzt nicht alles und er muss natürlich ganz anders vonstatten gehen, als das so war, als wir uns das angeschaut haben. Wir haben uns natürlich die fehlerhaften Einsätze angeguckt, aber wir hatten es im Grunde genommen nur mit fehlerhaften Einsätzen zu tun. Die Konsequenz, die wir gezogen haben, ist, dass wir ins Bundesgesetz reingeschrieben haben, wie die Auswahl zu erfolgen hat, wie der Einsatz zu erfolgen hat, dass Erkenntnis und Vergütung in einem richtigen Verhältnis stehen müssen. Und wir haben uns auch getraut, das ist sehr umstritten, aber ich sage es hier deutlich nochmal, dass wir auch festlegen, welche Straftaten die V-Leute begehen dürfen. Ich weiß, dass das umstritten ist, deswegen erwähne ich es hier ausdrücklich. Und ich finde trotzdem die Entscheidung, danach fragen Sie explizit in Frage 15, wie beurteilen Sie, dass zeitweilig ganz auf sogenannte Quellen verzichtet wird, die Entscheidung der thüringischen Landesregierung auf V-Leute zu verzichten, ist eine thüringische Entscheidung vor dem Hintergrund der thüringischen Erfahrung, die ich absolut richtig finde, ja, und finde ich in Ordnung, ist von meiner Seite auf, von der Bundesebene sowieso nicht zu kritisieren. Jedes Bundesland muss das individuell entscheiden. Wir haben aber auf der Bundesebene gesagt, wir werden auf V-Leute nicht verzichten und deswegen wird das Bundesamt für Verfassungsschutz auch weiter Quellen führen in den entsprechenden Bereichen. Was ich jetzt nicht im Detail ausführe, aber was ein wichtiger Punkt ist, an dem wir arbeiten, ist die parlamentarische Kontrolle. Wir brauchen mehr Vertrauen wieder in den Verfassungsschutz, deswegen ist parlamentarische Kontrolle ganz wichtig. Und wir haben festgestellt, dass die parlamentarische Kontrolle eben in der Vergangenheit lückenhaft war. Wir haben nicht ausreichend kontrolliert, dadurch konnten auch Fehler und Versäumnisse entstehen. Und wir wollen eben nicht mehr davon abhängig sein, dass wir Häppchen von der Bundesregierung zugeworfen bekommen, die wir dann kontrollieren dürfen, sondern wir wollen selber systematisch kontrollieren und die Nachrichtendienste insgesamt
damit ausreichend unter die Lupe nehmen, aber auch entsprechendes Vertrauen wieder schaffen. Letzte Bemerkung, wo können Sie auch meiner Meinung nach dran weiterarbeiten, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, dann halte ich eins für ganz wichtig, dass Sie selber als Land die Empfehlungen, die Konsequenzen, die wir gezogen haben, dass Sie das nachhalten für Ihren Bereich, für Ihre Verantwortung, dort, wo Sie Zuständigkeiten sehen. Das ist ja viel Polizei, Verfassungsschutz, Justiz und Zivilgesellschaft. Und ich habe einen konkreten Punkt, der schon damals bei uns im Untersuchungsausschuss aufgeploppt ist und jetzt nochmal wieder aktuell ist, nämlich zum Beispiel, ich nenne nur ein konkretes Beispiel, die nicht vollstreckten Haftbefehle. Ja, ich halte das für ein absolutes Unding, dass Rechtsextreme, gegen die ein Haftbefehl vorliegt, dass die frei rumlaufen, dass die Haftbefehle nicht vollstreckt werden. Das kann man noch akzeptieren, wenn die Delikte nicht einschlägig sind. Es gibt aber auch Rechtsextreme, gegen die Haftbefehle vorliegen, wo die Delikte einschlägig sind, also aus dem Bereich der politisch motivierten Kriminalität rechts. Und deswegen kann ich nur sagen, von hier aus die Aufforderung in allen Bundesländern, denn das können wir von der Bundesebene nicht machen, ganz gezielt nachzufragen, warum werden die Haftbefehle nicht vollstreckt, was sind die Hinderungsgründe, wer sind die Personen, denn wir wissen ja auch, dass nicht alle Personen irgendwie von der Bildfläche verschwunden sind, sondern durchaus aktiv und lebendig sind und auch gesehen werden. Und das finde ich so ein konkretes Thema, an das man auch noch mal rangehen sollte. Alles Weitere gerne auf Nachfrage. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Dr. Högel. Und jetzt kommen wir zu Frau Abgeordnete Michalik. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Auch ich möchte mich erst einmal für die Einladung hier zu der Anhörung bedanken und möchte eingangs vorausschicken, dass ich nicht Mitglied des Deutschen Bundestages in der 17. Wahlperiode gewesen bin, also demzufolge auch nicht dem damaligen NSU-Untersuchungsausschuss angehört habe. Das heißt, ich werde natürlich nicht Fragen beantworten können, die den alten Untersuchungsausschuss betreffend, was zum Beispiel subjektive Einschätzung betrifft oder halt eben auch Motivation, die ein oder andere Empfehlung auszusprechen. Also dazu bitte ich dann, Nachfragen an meine Kolleginnen oder meinen Kollegen zu richten. Ich kann auch etwas zu unseren Beweggründen sagen, was uns motiviert hat, den neuen Untersuchungsausschuss jetzt auch einzusetzen. Dazu ist bei meinen Vorrednerinnen und bei meinem Vorredner schon viel gesagt worden. Letztlich möchte ich in dem Zusammenhang aber auch ergänzen, Frau Power hat es in Teilen schon angesprochen, dass der neue Untersuchungsausschuss keine reine, ich will mal sagen, Vergangenheitsbewältigung sein soll. Denn das, was wir auch heutzutage erleben, sind einfach Dinge, wo wir berücksichtigen müssen, was können wir aus dem NSU-Komplex lernen für die Herausforderungen der Gegenwart und für die Herausforderungen der Zukunft. Ich will das vielleicht noch mal verdeutlichen, was Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte oder auf Migrantinnen und Migranten angeht. Da haben wir in der Summe im Jahr 2015 über 1000 oder fast 1000 Anschläge gehabt. Ja, also das ist, finde ich, eine sehr beeindruckende Zahl, die man sich einfach mal vergegenwärtigen muss. Und da reden wir über eine Vervierfachung der Straftaten im Verhältnis zu 2014. Und gewisse Parallelen zu den 90er Jahren drängen sich da natürlich auf. Und wenn man dann berücksichtigt, dass sich das NSU-Kerntrio nach allem, was wir bis heute wissen, eben in dieser Zeit, in den 90er Jahren, begann, sich zu radikalisieren, ja, und es da auch gewisse Netzwerkstrukturen gab, die das Ganze befördert haben, dann ist das für uns natürlich auch eine wichtige Frage im heutigen NSU-Untersuchungsausschuss, eben genau auch diese Prozesse nachzuvollziehen und wirklich herauszuarbeiten, wie hat das stattgefunden und auf welche Dinge hätte man da vielleicht auch damals kommen können, um sozusagen aus dieser Aufarbeitung heraus Lehren für die heutigen Umstände zu ziehen, für das, was wir heute in der Gegenwart angesichts dieser Vielzahl von Anschlägen vorfinden und um halt eben herauszufinden, was können wir besser machen. Beim Stichwort Netzwerke ist für meine Fraktion ein wichtiger Punkt im kommenden Untersuchungsausschuss, dass der gesamte Komplex rund um V-Leute, da hat Frau Högel vorhin schon gesagt, was jetzt auch im Bereich des Verfassungsschutzgesetzes auf Bundesebene verändert wurde. Hier kommen wir dann auch zu den Unterschieden. Also so sehr wir auch, was die Aufklärungsarbeit angeht, gemeinsam unterwegs sind, was ich auch noch mal ausdrücklich betonen möchte, so sind natürlich dann auch die Unterschiede in der Bewertung dessen, was auch der Stand der Umsetzungen der Empfehlungen des alten Untersuchungsausschusses auf Bundesebene betrifft. Und da kommen wir einfach zu unterschiedlichen politischen Bewertungen. Wir persönlich oder meine Fraktion, vielleicht kann ich das auch in Teilen für die Fraktion Die Linke
mit sagen, sind sehr unzufrieden, was zum Beispiel das Verfassungsschutzgesetz auf Bundesebene betrifft, insbesondere auch was den Komplex V-Leute betrifft, Kriterien zu finden für den V-Leute-Einsatz. Also ich finde, da hätte man noch durchaus weitergehen können. Sie haben in Ihrem Fragenkatalog auch zum Stand der Umsetzungen in einigen Bundesländern gefragt, was uns darüber bekannt ist. In dem Zusammenhang kann ich natürlich auch nur darauf verweisen, dass da vielleicht auch die Erörterung mit den jeweiligen Bundesländern selbst zu suchen ist, beziehungsweise halt eben auch im Rahmen von Innenministerkonferenz oder Justizministerkonferenz, dass da natürlich ein besserer Abgleich über den jeweiligen Umsetzungsstand stattfinden kann. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch in einigen Bundesländern durchaus positive Beispiele, auch im Verhältnis zu dem, was aktuell auf Bundesebene umgesetzt worden ist. Und einige Bundesländer haben sich da ja schon sehr, sehr früh auf den Weg gemacht. Und deswegen im Hinblick auf Ihre Fragen 6 bis 9 möchte ich deswegen doch etwas zu dem Umsetzungsstand in einigen Bundesländern sagen. Einfach, weil ich glaube, dass sie sich auch positiv von den gesetzlichen Veränderungen auf Bundesebene abheben. Und da wäre zum Beispiel die V-Leute-Führung oder der V-Leute-Einsatz aus meiner Sicht erwähnenswert, was zum Beispiel die gesetzlichen Regelungen in Nordrhein-Westfalen betrifft. Nordrhein-Westfalen hat sich ja schon sehr, sehr früh auf den Weg gemacht, Dinge zu verändern als Konsequenz aus dem NSU-Komplex. Und zum Beispiel ist es ja jetzt auf Bundesebene so geregelt, Frau Högel hat es angesprochen, dass nur gewisse Straftaten von V-Leuten, ich will mal sagen, toleriert werden, beziehungsweise dass genau festgelegt ist, welche Straftaten sie begehen können, was hoch umstritten ist oder halt eben nicht. Jetzt ist es leider im Bundesverfassungsschutzgesetz so geregelt, dass aber im Zweifelsfall halt eben der Präsident des Bundesamtes darüber entscheidet, ob dann ein V-Mann oder eine V-Person bei Begehung von bestimmten Straftaten abzuschalten ist. So, das heißt, auch das ist sozusagen keine zwingende Vorschrift. Nordrhein-Westfalen ist da zum Beispiel einen Schritt weitergegangen und hat halt eben gesagt, bei Straftaten von erheblicher Bedeutung ist die V-Person abzuschalten. Also da gibt es sozusagen keinen Ermessensspielraum, ob die Person dann noch weiter als V-Person geführt werden darf vom Amt. Also das sind zum Beispiel so Unterschiede, wo wir halt eben auch als Grüne sagen, da gehen uns die Regelungen auf Bundesebene nicht weit genug. Auch was die Frage von Bezahlung von V-Leuten betrifft oder halt eben auch die Festlegung weiterer Kriterien. Was aus meiner Sicht auch sehr, sehr positiv ist, also in Nordrhein-Westfalen beispielsweise, aber auch in Thüringen, das ist, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass ja der alte NSU-Untersuchungsausschuss gesagt hat, dass ein Mentalitätswechsel in den Verfassungsschutzbehörden für wichtig erachtet wird, dann ist es sicherlich auch eine Frage dessen, welches Personal rekrutiert man für die Aufgaben beim Verfassungsschutz. Und das fängt natürlich auch an in gewisser Weise bei der Hausspitze. Ja? Also wenn sozusagen Karrieren im Landesamt selber oder halt eben auch im Bundesamt gemacht werden und dann sozusagen aus dieser langjährigen Tätigkeit heraus sich dann halt eben auch Führungsansprüche ergeben oder dann halt eben auch Führungsaufgaben wahrgenommen werden, dann kann das natürlich auch in Teilen hinderlich sein, wenn man jetzt darüber spricht, dass sich gewisse Dinge auch in der Mentalität, in der Aufgabenwahrnehmung bei den Ämtern verändern müssen. In Thüringen zum Beispiel ist man da auch einen Weg gegangen. Da hat man als Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz jemanden eingesetzt, der nur aus einem völlig anderen Bereich kommt, ebenso in Nordrhein-Westfalen. Also das kann sozusagen auch wie ein frischer Wind in den Behörden wirken, um halt eben vielleicht auch mal einen Blick oder einen etwas anderen Blick auf die Aufgabenwahrnehmung zu richten. Ich will das jetzt in den Details nicht zu weit ausführen. Ich denke, da sollten Sie vielleicht auch mit den einzelnen Bundesländern noch mal in Kontakt treten, was da vielleicht auch aus Ihrer Sicht für Mecklenburg-Vorpommern in Frage käme, welche gesetzlichen Veränderungen man da gegebenenfalls treffen kann. Jetzt habe ich gehört, dass Sie sich hier das Gesetz des Bundes zum Vorbild nehmen, was den Bereich des Verfassungsschutzes angeht. Und das jetzt hier sozusagen auch in der parlamentarischen Beratung ist. Unserer Auffassung nach gehen die Regelungen im Bund nicht weit genug. Wir sind der Auffassung, dass das, was im NSU geschehen ist, insbesondere was die V-Leute-Führung angeht, das nicht verhindert hätte, was wir dort kritisieren in dem Bereich. Und für uns ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass der Informationsaustausch zwar jetzt über die Zentralstellenfunktion des Bundesamtes
vielleicht eine gewisse Verbesserung erfährt, was den Informationsaustausch zwischen den Verfassungsschutzbehörden betrifft, was aber leider nicht geregelt worden ist oder nicht ausreichend geregelt ist, ist der Informationsaustausch zwischen den Verfassungsschutzbehörden und der Polizei. Und das war ja auch ein wichtiger Punkt oder auch ein gravierender Fehler, dass halt eben nachrichtendienstliche Erkenntnisse nicht rechtzeitig an die Polizei weitergegeben worden sind oder dass es da halt eben auch ja, gewisse Blockaden gegeben hat, weil halt eben Nachrichtendienste oder der Verfassungsschutz gewissermaßen aus eigenem Erkenntnisinteresse heraus auf der Information sitzen blieb, obwohl die Polizei sie hätte brauchen können oder haben müssen für eine effektive Strafverfolgung. Und da sind natürlich Informationspflichten, die muss man da insbesondere im Blick haben, um so etwas halt eben in Zukunft gewährleisten zu können, dass Informationen auch dahin fließen, wo sie benötigt werden. Im Übrigen kann ich mich im Weiten, also den Ausführungen von meinen Vorrednerinnen anschließen, was halt eben auch Erfordernisse in den Bundesländern angeht. Und also ich bitte Sie dann halt eben in dem Zusammenhang dann auch Nachfragen zu stellen. Soweit erstmal von mir. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Michalisch. Wir kommen dann jetzt zur Fragerunde der Abgeordneten. Als erstes erhält das Wort der Abgeordnete Silkeit. Danke, Herr Vorsitzender. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich zunächst um den Damen und bei dem Herrn, bei unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag bedanken. Ich denke, es macht schon einen gewaltigen Unterschied, ob man sich hier durch den Berg Papiere wühlt. Und Herr Bisswinger, ich habe natürlich schon Verständnis für die Mühe, der Sie sich unterzogen haben. 11.000 Leitsordner sind wirklich schon genug zu tun. Und deswegen war ich sehr froh, darüber in komprimierter Form Ihre Ansichten, auch natürlich parteipolitisch gewichtet, zu dem gesamten Thema NSU-Komplex zu erfahren. Und Ihnen ist bekannt aus der Einladung, auch aus den Ihnen überlassenen Unterlagen, und da kommt dann meine erste Frage, dass wir oder eine der Anlässe für die heutige Landesverfassungsschutzgesetz zu novellieren. Und mich interessiert, wir sind ja mehr oder weniger auch von Frau Dr. Högel beispielsweise dazu aufgefordert worden, eine gewisse, den Weg des Bundes nachzuvollziehen. Sie haben gesagt, Konsequenzen des Bundes nachhalten. Insgesamt alle vier dieses Thema, wie weit sollte eine Identität zwischen den Landesgesetzen und der Bundesregelung hergestellt werden? Ich frage das auch deshalb, weil Sie ja dafür plädieren, den Verbund, den Verfassungsschutzverbund insbesondere zu stärken. Und ich stelle mir natürlich die Frage, wie die letzte Bemerkung von Frau Michalitsch, die sich dafür ausspricht, eben in den Ländern weiterzugehen. Ist das produktiv, ist das kontraproduktiv? Wo sehen Sie da Möglichkeiten und wo sehen Sie da Grenzen? Das wäre vielleicht meine Frage. Nee, komplett. Vielen Dank. Wer möchte beginnen? Frage stellt, mir dann die Runde abarbeiten, weil man dann mehr Fragen durchkriegt, aber wir halten uns natürlich an Ihre Gepflogenheiten und hier keine neuen Sitten einführen. Wir stellen auch immer die Fragen und dann wird beantwortet. Ne? Also direkt beantworten? Direkt beantwortet. Jawohl. Bitte schön, Herr Benni. Ja, die Identität der Verfassungsschutzgesetze, die wir ja dem Grunde nach schon haben, es ist jetzt nicht so, dass sie Unterschiede im Detail, die haben wir übrigens auch bei den Polizeigesetzen. Ohne dass jetzt einmal die Arbeit nachhaltig darunter leiden würde. Trotzdem, glaube ich, wären ein paar Punkte wichtig. Was mir aufgefallen ist bei der Arbeit, dass wir nach wie vor keinen einheitlichen Sprachgebrauch haben über V-Personen
Gewährsperson in unterschiedliche Definitionen oder Ausgestaltungen in den Behörden unterwegs zu sein. Und das macht es natürlich schwierig, dass wenn die einen von V-Person reden, die dabei den anderen Gewährsperson heißt oder beim nächsten wieder nur Informant, da wäre es, glaube ich, zwingend, dass man sagt, wenn Behörden auf so ein Instrument der Informationserhebung zurückgreifen, sollte es überall das Gleiche bedeuten, ja? Dass man auch die Unterschiede dient für andere Zwecke und die V-Person ist dann eine strukturelle Zusammenarbeit gegen Geld. Aber trotzdem, das wäre mir persönlich wichtig. Dass die Unterschiede behalten werden beim Thema, wann sind V-Leute noch einsatzfähig und wann muss man sie abschalten, wann dürfen sie überhaupt nicht angeworben werden, fände ich jetzt auch nicht so schlimm, wobei ich Regelung zu orientieren, aber da sind sie frei, selbstverständlich. Entscheidend, finde ich, müssen so ein paar Grundausschlüsse sein. Also was wir immer gesagt haben, und das haben wir jetzt auch im Bundesgesetz umgesetzt, und da glaube ich, dahinter sollte keiner zurückbleiben. Wenn jemand da dann noch weiter zurückgeht, ist die politische Entscheidung der Landesparlamente. Aber die Grundentscheidung muss sein, dass jemand, der wegen Mordes mehr in Frage kommen kann als V-Mann. Das muss im Gesetz klar geregelt sein. Das war bei uns ja der V-Mann Piato, der wegen versuchten Mordes verurteilt war, im Gefängnis saß, aus der JVA heraus angeworben wurde und dann viele Jahre V-Mann war. Da haben wir alle gesagt, da überschreitet der Rechtsstaat eine rote Linie. Und das wäre jetzt so mein Appell zu sagen, dass Sie solche Grundlinien anderen schweren Straftaten darf der nicht V-Mann sein oder muss früher abgeschaltet werden. Das müssen Sie abwägen und mit Ihrer Exekutive. Ich will nur auf eines hinweisen, dass man es nicht ganz vergisst. Dieses Gesetz, wo wir die V-Personen regeln, ist ja kein Gesetz, das sich nur an die V-Personen richtet im Rechtsextremismusbereich. Damit sind ja auch V-Personen erfasst im Islamismus. Dort wiederum sind sie sehr einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung angehört. Zwar dort keine aktive Rolle hat, aber sehr wertvolle Infos liefert. Und da möchte ich ehrlich gesagt nicht in der Haut eines Ministers stecken oder eines Behördenleiters, der dann vom Gesetz her gezwungen ist, so eine Quelle abzuschalten, weil eben der Straftatenkatalog erfüllt ist, obwohl er vielleicht kurz davor war, mitzuteilen. Das ist nicht trivial. Ich habe Respekt vor anderen politischen Bewertungen. Ich will Sie nur auf die praktischen Probleme hinweisen. Und der letzte Punkt von mir beim Thema V-Leute ist weniger ein gesetzgeberischer, sondern ein anwendungsorientierter. Meine Wahrnehmung war, oder auch unsere, dass sich die Verfassungsschutzbehörden beim Thema Erkenntnisgewinnung aus der rechten Szene, aber möglicherweise wenig raus aus dem Büro, höchstens zum Treffen, das dann aber weit abgesetzt vom Brennpunkt und dann wieder zurück. Und ansonsten noch Internetauswertung, andere Quellen etc. Und das einzige quasi, ja, das Ohr und das Auge in die Szene hinein war für viele Behörden nur der V-Mann. Und das kann nicht sein. Mitglieder einer rechtsextremen Szene. Und eine Behörde, die sich nur auf die verlässt und deren Information, die muss früher oder später Probleme bekommen, was hier auch der Fall war. Das wäre so der Petitum auch, wenn es heißt Mentalitätswechsel. Es darf nicht sein, dass der V-Mann die einzige wichtige Informationsquelle von Sicherheitsbehörden ist. Er ist ein Baustein, er kann notwendig sein, aber er darf nicht der einzige sein. Und wie man ihn gesetzlich regelt, die sollten überall eingehalten werden. Vielen Dank, Herr Binninger. Frau Pau. Ja, wir haben gerade gesagt, wir müssen das jetzt nicht alle vier nochmal machen, aber es ist bekannt,
dass meine Fraktion, meine Partei weitergeht und die Behörden für Verfassungsschutz grundsätzlich umbauen will. Das heißt, Votum dazu ein Konzept vorgelegt. Wir haben damals gesagt, wenn wir uns damit nicht durchsetzen können, und das ist übersichtlich, wie die Mehrheitsverhältnisse sind, ist aus unserer Sicht aber das V-Leute-Unwesen sofort zu beenden, weil nicht nur im NSU-Komplex, sondern auch in weiteren Auseinandersetzungen, auch mit Nachfragen, uns der Wert dieses Instruments im Bereich Rechtsextremismus an keinem einzigen Beispiel schwere Straftat, welcher Anschlag, was wurde verhindert durch den Einsatz solcher Personen, was die Nutzung der Informationen, die durchaus Vorlagen betrifft, hat der Kollege Binninger den einen Mangel eben schon benannt, also die ungenügende Auswertung und Bewertung. Ein zweiter Umstand ist uns in mehreren Fällen ja schon fast Verbrüderung oder ein fast verwandtschaftliches Verhältnis zwischen V-Mann, Führer und geführter Person, ob das um den Fall Corelli ging oder aber, also ich habe das noch sehr plastisch vor Augen, unsere Befragung, insbesondere eines V-Mann-Führers von Piato, der hier schon in der Rede war, das können Sie alles nachlesen, ich will das jetzt kann mit meiner prinzipiellen Forderung. Wir werden zumindest Vorkehrungen zu treffen im Gesetz, aber auch in der Praxis, um solche Dinge zu vermeiden. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, Sie noch auf einen anderen Bereich zu verweisen, auf den wir im Untersuchungsausschuss auch gestoßen sind. Nicht nur die Behörden für Verfassungsschutz führen Gewährspersonen und V-Leute, der Umgang der Polizeien mit V-Personen und Gewährspersonen. Deshalb möchte ich Sie verweisen, weil Sie ja nach Schlussfolgerungen in den Ländern gefragt haben. Das Berliner Abgeordnetenhaus und die Landesregierung in Berlin haben sich mit den Empfehlungen des Untersuchungsausschusses auseinandergesetzt und sie haben im vergangenen Jahr dazu auch Beschlüsse gefasst und Polizei zugewendet hat und sich auch dort mit dem Thema Mindeststandards und Kontrolle befasst hat, weil das fällt oftmals so hinten runter. Auch hier gab es massive Probleme und Versäumnisse im NSU-Komplex. Vielen Dank, Frau Pau. Dann kommen wir jetzt zu Herrn Ritter. Auch seitens der Linksfraktion ein herzliches Dankeschön an Ihren Besuch heute hier und in Ihre Ausführungen. Ich bin froh, dass es heute mit dem Termin geklappt hat. Vielleicht eine Vorbemerkung. Es gibt auch bei uns im Land natürlich das Interesse, den NSU-Komplex und alle Zusammenhänge aufzuklären. Das dokumentiert sich unter anderem darin, dass die vier demokratischen Fraktionen des Landtages gemeinsam den Beschluss gefasst haben, diese Anhörung durchzuführen und auch den Fragekatalog. Koalitionsfraktionen und Oppositionsfraktionen in dieser Hinsicht funktioniert. Gleichwohl bin ich unzufrieden mit dem erreichten Aufklärungsstand in Mecklenburg-Vorpommern. Und da zielt auch die erste Frage ab, die ich Ihnen gerne stellen würde, weil Sie alle vier in Ihren Ausführungen darauf verwiesen haben, wie wichtig Ihnen auch die Kooperation mit den einzelnen Bundesländern ist. Und Untersuchungsausschüsse gab, in anderen wieder nicht. Und dass dadurch die Arbeit auch Ihres Ausschusses bislang vielleicht an der einen oder anderen Stelle behindert worden ist. Und ich will es mal kurz an dem Beispiel machen. Das ist ein Bericht aus Hessen und das ist ein Bericht aus Mecklenburg-Vorpommern. Da sieht man schon eine Wichtung, ohne das jetzt im Inhalt einzeln zu bewerten. Ich finde interessant, dass Sie sich im Bundestag entschlossen haben, den Untersuchungsausschuss würden Sie sich aus Ihrer Sicht wünschen, dass auch in Mecklenburg-Vorpommern es einen Untersuchungsausschuss gibt, der dann mit